Ja, hallo, Knick-Knack-Nurks, wir spielen das Unbekannte. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight Let's Kill. Ich spiele das Unbekannte und ja, ich möchte was probieren. Erstmal müssen wir silberne Embleme sammeln. No Challenge, aber wir gucken erstmal, was hier Phase ist. Ja, nice, der war gut. So. Sehr gut. Sehr gut. Das war's, sehr schön. Ja, genau, hast vollkommen recht. Scheiße, abgeprallt. So, mal gucken, ob das hinhaut. Okay. Machen wir mal auf hier die ganze Geschichte. Na, komm. Das ist gut. Mist. Das war, hätte fast hingehauen. Scheiße. Komm. Sag mal, was will er, Alter? Oh, gut, okay. Wo sind denn hier die Ha... Guck mal. Okay, alles klar, gut. Machen wir. So, Felix. Ich hab dir die Chance gegeben. Ah, gut, okay. Hat nicht funktioniert. So, du wolltest halt, ne? Du wolltest. Was wollen die von mir, Alter? Ja gut, okay. Der ging ruff. Die Palette ist weg. So. Felix, komm her. Felix, komm her. Du wolltest, oder Leon besser gesagt. Hä? Bleibst du halt liegen, ne? Das ist dir schon klar. Help. Help.
Der Leon will auf die Fresse. Aber... Der will aufs Maul haben. Der will aufs Maul haben, der Typ. Wo ist er? Hier. Guck mal, wie schnell der Typ ist. So. So. Wo ist denn der Typ? Ich mach euch alle fertig, Junge, ey. Ich mach euch alle fertig. Meine Geißelhaken sind natürlich richtig scheiße verteilt. Der Felix ist... Wenn wir uns das nächste Mal sehen, ist der Felix weg. Ist der Felix weg vom Fenster. Felix, sag ich schon. So, jetzt ist er aber reif. So. Ende. Schicht im Schacht jetzt hier. So, dann haben wir das auch schon mal. Sind sie alle wieder geheilt? Gut. Es war klar, dass hier hinten einer dran ist, aber sie konnte ihn noch nicht weit genug. Sie konnte ihn noch nicht weit genug reparieren. Sie konnte ihn noch nicht weit genug reparieren. Das war sehr gut. Der tat. Doch wieder einer dran. So. Da hinten ist ein Geißelhaken. Sehr gut am Arsch der Welt. Hier ist eine Halluzination. Das können wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Hier ist keiner. Hier muss eine Halluzination hin. Schade. Das war nice, Alter. Das war saugut. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So und nicht anders.
Nice. Genau so habe ich mir das verdammt nochmal vorgestellt. Ob die Sable retten gehen wird? An zwei Geiselhaken dran. Mist, schade. Nice. Sie hat gerettet. Also ist sie jetzt dran, ne? Nice, sehr schön. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Aber wirklich genau so. Sie aber getroffen. Toll, schon wieder direkt getroffen. So, und da ich ein Arschloch bin, ausnahmsweise mal, tun wir hier mal auf 4K gehen, hä? Komm, wir geben mal eine Halluzination, setzen wir mal hier hinten hin. Hier. So, lassen wir mal ruhig ein paar unserem Port. Ah, alter Junge. Scheiße, sie wird sich... Moin! Drecksable, Alter, ne? So, sie kommt nach hier oben hin. Habe ich hier eine Halluzination? Ja, habe ich. Das ist gut. Scheiße. Naja. Das wird interessant. Okay. Noch nicht? Noch nicht? Noch nicht? Ich will gerade meine Halluzination abwarten. Guck da das an, wie schnell! Die hat das Tor sehr schnell aufbekommen, muss ich wirklich sagen. Perks? Hat sie Perks beigehabt? Hat sie Perks beigehabt? Sable Ward. GG. EP. Very fast. Door. Open. Without. Door Perks. Naja. Sehr krass, die muss direkt am Tor gestanden haben. Ja, sie hat dort gewartet. Naja, ja, ich würde sagen, war doch ganz gut für einen Killer, den ich noch nicht allzu häufig gespielt habe.
In diesem Sinne, ich würde sagen, es war ganz okay. Es hat das hingehauen, was ich vorhatte. Nämlich, also das hier war jetzt ursprünglich nicht geplant. Also das war ein bisschen anders geplant in Verbindung mit verbittertes Gemurmel. Aber das hier hat wunderbar funktioniert mit der Halluzination. Ich glaube, das könnte Meta werden auf diesem Killer. Ich glaube, das könnte echt Meta werden in Verbindung mit geisterhaften Fluten des Zorns. Naja, ich werde noch das ein oder andere Mal testen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Overplayed and out. Tschüss.